V40 Turbo, sondern beweisen auch, dass es unter den Schutzengeln eine ganze Menge Motorsportfreunde geben muss. Niemandem wurde ein Haar gekrümmt. Herzlichen Glückwunsch, Georg Memminger. Das Cockpit. Die Ausgeglichenheit der Starterfelder im Porsche 944 Turbo Cup sowie die hohe Leistung der Wettbewerbsfahrzeuge garantierten jedem Zuschauer ausgezeichneten Motorsport. Nicht selten war der Lauf zum Turbo Cup der absolute Höhepunkt eines Rennwochenendes. Dass es bei den 10 Rennen 7 verschiedene Sieger gab, spricht für die Ausgeglichenheit und für die Stärke des Starterfeldes. Der Porsche Zielvorgabe, den 944 Turbo Cup international zu platzieren, entsprach neben der internationalen Beteiligung auch die Auswahl der Rennstrecken in 6 verschiedenen europäischen Ländern. Meist einiges zu erzählen, das ist nicht immer druckreif. Dann sieht man die Mechaniker ums Auto wieseln, um zu retten, was zu retten ist. Doch nicht immer lässt sich ein Rennwagen wieder in eine gebrauchstüchtige Form verwandeln. Aus. Spätestens jetzt denkt der Fahrer schon ans nächste Rennen, während seine Konkurrenten teilweise mit Orientierungsproblemen kämpfen. Bei allem Einsatz, den jeder Einzelne in solch einem Rennen bringt, bei aller Präzision, mit der jedes Auto auf die Rennen vorbereitet wird, bleibt die Ernüchterung für alle Platzierten, dass es stets nur einen Sieger gibt. Glückspilze gibt es allerdings mehr.